Das schlimmste Moment in Jokos Leben, glaube ich. Er geht mir seit Wochen so sehr auf den Sack mit seiner ganzen Scheiße. Mit dem Yes, you can dance und Jury hier und Tralafitti, ey. Heute Abend wird er richtig bluten. Er wird weinen wie ein kleines Kind, das schwöre ich dir. So. Seid ihr nicht so weit? So, läuft der Ton? Ja, läuft. Du auch? Kamera läuft. Jo. So, liebe MTV Home-Zuschauer, heute ist mal was ganz Besonderes geplant, ja. Ich werde heute unseren Freund und meinen Mitmoderator, Joko Winterscheid, überraschen. Er weiß nicht so richtig, worum es geht. Er weiß nur, dass ich heute frei nehmen soll, ja, den Abend frei halten soll. Sitzt jetzt zu Hause auf der Couch, ahnt von nix. Ja, und jetzt kommen wir vorbei und holen ihn ab und das kann heiter werden. Für uns alle. Ich kann nicht sehen, mein Lieber. Ach, habt ihr eine Kamera bei euch hier im Wohnheim? Ja, sicher, damit so Affen wie du hier nicht kriegen. Komm mal runter, aber du musst dir was Schickes anziehen, das ist wichtig, ne? Wie? Ja, also Anzug, Krawatte. Wir fahren nämlich dahin, wo die feinen Leute residieren. Jetzt ernsthaft? Ja, wir warten. Ja, bis gleich, tschüss. Oh, das ist ja ein schöner Anzug. Ich habe hier eine Augenbinde für dich. Das will ich jetzt verarschen, oder? Nee, habe ich mal bei Sopranos gesehen. So. So, jetzt fahren wir in die Werkstatt, ne? Schön ein bisschen Holzspielzeug zusammenbauen. Warum muss ich jetzt diese bekloppte Augenbinde tragen? Ich meine, wir können ja hinfahren, ich habe ja keinen Plan, wo es hingeht. Ich brauche doch keine Augenbinde, ich kenne die Stadt eh nicht. Ja, aber, nee, das ist doch lustig. Ja. So, Joko, dann komm mal raus. Einfach mal geradeaus rein, ja? Geh einfach mal rein. Ja, Joko. Oh, meine Hose ist auf. Meine Hose ist auf. Ja, das ist nicht so schlimm hier. Du hast ja mitbekommen, es gibt die Venusmesse. Ach, Quatsch! Die quasi Europas größte Pornomesse, ja, findet man gerade statt in Berlin. Und heute ist hier im Rahmen dieser Messe die Verleihung der Erotic Awards. Das sind so die Porno-Oscars, ja. Und wir sind dabei. Natürlich. Damit es nicht so langweilig wird, dachte ich mir, du verleihst einfach mal den Preis für die beste Darstellerin und hältst eine Laudatio. Ja, ich sag mal, wenn ich wäre, würde ich diesen... Nein. Wenn ich du wäre, würde ich diesen Text, den ich dir vorbereitet habe, Wort für Wort genau so vorlesen. Du hast doch Vogel. Wenn ich du wäre, erzählt jetzt, wie wir spielen. Das ist ja kein Spiel, ich muss ja gar nicht mehr drauf mich einlassen. Ja, das kannst du natürlich auch nicht wissen, denn wir spielen hier ein anderes Spiel. Und das heißt, spontan, wenn ich du wäre. Das mache ich nicht, der könnte nicht mal. Der Joko, der ist heute das erste Mal hier. Okay. Wie lustig sind die Leute so? Also wenn man zum Beispiel mal einen Witz macht? Total unlustig, nee. Ja, also keiner lacht. Also das heißt, schmeißt die alle den Gläsern nach euch. Stresser. Ja, gibt es richtig Stress. Oh! Na? Er hat schon alle Preise abgeholt. Pass auf, mein Freund. Was ist jetzt los? Pass auf. Hast du ein Problem mit mir? Ich mit dir? Hast du ihn aufgestattet? Hast du ein Problem mit mir? Das ist doch komplett besorgt. Sollen wir das gleich klären, die Männer? Also. So, wir müssen mal eben den wegmachen. Mein Freund, mein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Es war eine sehr gute Idee von mir, heute hierher zu gehen. So, schönen guten Abend. Ne? Schönen guten Abend. Sind Sie auch? Das ist der Joko, den habe ich heute hier eingeladen. Ja. Meine Damen und Herren, good evening, ladies and gentlemen. Wo wir gerade bei spontan, wenn ich du wäre, sind. Ne? Wenn ich du wäre, würde ich, nachdem ich die Laudatio gehalten habe, wie Kanye West damals bei den VMAs auf die Bühne gehen. Kannst du dich erinnern? Für euch nochmal zur Erinnerung. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Ohne Scheiß, die hängen mich auf oder die verprügeln mich oder Prinz Markus erschießt mich aus dem Sitz und standesrechtlich auf der Bühne. Spiel ist Spiel. Nein, willst du das hier noch verändern, oder was? Ja. Nee, ich wollte mir nur die Stellen unterstreichen, die ich getan habe. Ja, genau. Dieser Text bleibt genauso wie er ist. Take the gun.
special guest. I think that every one of you knows MTV. He's here for the best Deutsche Darstellerin. And the winner is... Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ficker. Zieht euch schon mal aus, ich halte jetzt eine Rede. Als mich mein Kollege Klaas heute Abend mit der Nachricht überraschte, dass ich hier heute Abend den Preis für die beste Darstellerin 2009 überreichen dürfe, dachte ich zuerst, wow, du dumme Sau. Ihr, liebe Fickgemeinde, wollt wissen, welche Darstellerin in diesem Jahr die besten Cumshots empfangen, die spektakulärsten Sandwiches, die actionreichsten Tittenfilms mit annehmbarem Schauspiel verbunden hat, sprich die Pornodarstellerin des Jahres 2009. Die diesjährige Gewinnerin des Erotics Awards hat die Branche mindestens genauso geprägt wie die Branche 7. Seit 7 Jahren ist sie bekannt für ihre sympathische Ausstrahlung, ihr einnehmendes Charisma und ihre sensationellen Blowjobs. Dabei war ihr Aufstieg zur Grand Dame nicht leicht. Sie musste oft viel schlucken und der Weg zum Erfolg war hart, wie die Schwänze, die ihn pflasterten. Mit szenaristischen Meisterwerken wie das Monstermarsch, Fotzendressur oder Fickfieber wurde sie zur Julia Roberts des Erwachsenenkinos. Sie hat den Rhythm and Blows ins Business gebracht, bekommt heute nicht den Arschwolf, sondern die Erotics Award. Beste Darstellerin ist Vivien Schmidt. Vivien, zieh was an, komm raus! Alles Gute. Aber Entschuldigung, ich bin hier auf dem Fuß getreten. Das macht gar nichts, dass du auf dem Fuß getreten bist. Einmal der Erotics Award. Wie geil ist das denn? Ich bin zum sechsten Mal auf Gnade, ja, das ist mein Mikro. Ich muss wirklich sagen, dass ich auch gleich, also ich gönne den Fall, ich freue mich total für dich, ja. Und ich lasse dich gleich aufsehen, aber ich muss wirklich sagen, dass Jana Bach, ja, mit dem Film Nackt unterm Kittel, gut ist auch, das hat wirklich einen der besten Filme aller Zeiten gemacht. Wirklich einen der besten Filme aller Zeiten. Sorry, tut mir leid, sorry. Das soll dir gar nicht leid tun, weil ich liebe meine Jana über alles. Ein schöner Abend neigt sich dem Ende zu. Die glücklichen Gewinner des Abends, muss man sagen. Es hätte auch schlimmer laufen können. Heide Witzka, Herr Kapitän. Ja, wie hast du dich gefühlt, als du hochgegangen bist? Ja, mir ist schon ein bisschen in die Hose geschissen, aber ich wusste ja irgendwie deine Vorhut, ja. Wie hast du dich denn, ich habe Vorhut gesagt. Ja, wie hast du dich denn gefühlt, als du die alle als die, ihr Ficker beschimpft hast? Ich hatte wirklich vorher so ein bisschen Schiss, auch Fickgemeinde, weißt du, so Sachen, du weißt ja nicht, wie reagiert die Branche drauf. Aber die Branche hat gut drauf reagiert. Und ist ja auch eine Fickgemeinde. Ich mag die Branche seit heute noch lieber, als ich sie vorher mochte. Komm, wir gehen jetzt schlafen. Getrennt voneinander, aber bitte. Ja. Ja. Genau, oder mit der alten Trockenpflaume da. Nee, und dann sag ich mal, guten Abend, ne? Tschüss. Bis gleich, tschüss.